Applaus für unser Podium auf drei. Er ist ja Spaziani und auf eins Petra Zeller. Stärkung vor dem EMTB-Rennen. Jetzt habe ich mir die Story falsch gemacht. Also wir fahren E-Bike, ihr wisst ja, ja eh. Aber das ist auch schwierig. Deswegen haben wir extra viel. Erster Gang, da folgen noch welche. Echt? Oh Gott. Petra Massaker, Croissant, Petra. Wer gewinnt? Ja, ich. Das Gewusel hier ist schon riesig. Gefühlt kennt sich aber keiner so richtig aus, was jetzt dann gleich passieren wird. Und wir warten noch auf das Briefing. Das sollte jetzt jeden Moment stattfinden. Das Enduro, Orientierungsfahrt und einen kleinen Anteil Trail hat es auch mit drin. In welche Richtung? Da lang, da lang oder da lang? So, jetzt wird es gleich ernst. Hier wird dann noch der Transponder aufgeladen. Den kriegen wir jetzt dran. Und dann geht's auch gleich los. Vielen Dank. Und Nico stehen vorne bereit. Die gehen hier jetzt gleich auch auf die Strecke, kriegen ihre Karte nochmal überreicht. Das jetzt wissen sie im Prinzip, wo es dann wirklich hingeht. Am Festivalgelände vorbei geht es jetzt für uns. Und vorne muss es irgendwo nochmal Richtung Arco rübergehen. Wir sind schon auf eine Riesengruppe anderer Teilnehmer aufgefahren. Aber das muss ja nicht heißen, dass es deswegen richtig ist. So, Orientierungspunkt 1 gefunden. Orientierungspunkt 1 haben wir absolviert. Jetzt geht's weiter in Richtung Bergdörfchen Padaro. Und hier geht's mega schön rauf. Nico hat voll den Überblick. Hinter ihm die Burg von Arco übrigens. Und Oliven. Und Olivenbäume. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Und ich bin jetzt dann schon gespannt auf die echten Stages. Weil da oben wird es dann langsam losgehen. Schaut mal. Mega Aussicht. Padaro ist schon mal erreicht. So. So. Checkpoint. Zwei. Tu es. Hier ist jetzt die Abzweigung. Jetzt geht's zum ersten richtigen Trail. Ganz genau. Los geht's. That's my girlfriend. We can start it. I want that. Yeah. Okay. Thanks. So, jetzt schauen wir mal, ob wir Petra einholen. Hui! So, Vorsicht! Vorsicht! Oh, Stage 1. Ah, schwer. Die Lunge brennt. Oh Gott. Ah. Alter Schwede. Ja, die war cool. Ja, ja. Jetzt geht's weiter, Stage 2. Das kam jetzt schneller als erwartet. Wenn man sich Stau wünscht, ist keiner. Aber gut, nutzen wir unsere freie Fahrt, oder? Genau, machen wir. Oh perfekt. Gott. Los geht's. Anscheinend geht's jetzt runter. Bam, Stage 2 auch gut geschafft und hier geht es jetzt mit bester Aussicht weiter. Mega, mega schön einfach nur. Wahnsinnspanorama. Leider geil. Bisher sehr schön ausgesuchte Streckenwahl. Wir hatten ja das Glück recht weit vorne zu starten. Bei uns ist null Stau und dementsprechend Stage 3. Es könnte schon wieder weitergehen. Wir sind noch ganz schön am Schnaufen,
Es rockt echt ordentlich. Ja. Are you ready? Ja. Go. Okay. Und weiter geht's. Oh yeah. So, jetzt mal schauen, ob ich die Petra einholen kann. Aber ich glaube nicht. Schau mal, wie der Nico daher fliegt. Weiter ging es dann mit der Transferstrecke, aber die waren zum Teil auch Trail, zum Teil auch richtig schöne. Mega geil einfach, weil es so eine Zahne reingekommen ist und man konnte es richtig laufen. Wäre da nicht die Petra im Weg gewesen. Jetzt sind wir gerade auf der Transferstrecke zu Stage 4 und die ist auch schon richtig schön wieder. Und Nico hat ein gutes Auge, was diese Bändchen angeht. Ja, genial mit der Burg. Echt genial. Schön warm, weil wir auf der Sonne bleiben. Das stimmt. Stage 4 uphill. B, No-Feed Zone. Oh Gott. Das sieht lang aus. Das heißt auch schon Long Uphill. Das war echt schwer. Schauen wir mal, wann der Nico daher kommt. Ja, ich sehe ihn schon. Hopp, hopp, hopp. Gib Gas, gleich geschafft. Hopp, hopp, es gibt nochmal Gas. Los. Los, 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 los. Wuhu. Orientierungspunkt 4. Wenn man einen vergisst, dann gibt es leider Strafsekunden und ich glaube, wir haben den Dreier ausgelassen, fürchte ich. Stage 5 naht. Das ist jetzt wieder eine Downhill-Stage. Und los geht's. Stage 5. Und schon fast dran vorbeigeschossen. What was this? Juhu. Also Downhill sieht für mich anders aus. Hui. Schon wieder rum. Das war's von den Stages. Das ging zu schnell vorbei, hat mega Spaß gemacht. Aber jetzt müssen wir noch einige Orientierungspunkte finden. Und lass uns den Dreier vielleicht nachholen. Ja, das ist für die Profi-Teilnehmer ein Profi. Also halt, da konnte man sich entscheiden. Wir haben Amateur gewählt. Und das hier ist auf jeden Fall die Strecke dafür. So, wir haben gerade nachgefragt. Wir dürfen es trotzdem ausprobieren. Und Nico ist schon voll dabei. Ich konnte die liebe Petra nicht filmen, weil die Kamera ausgefallen ist. Wir machen gerade Fleißaufgaben, weil wir den Dreier-Checkpoint verpasst haben. Und ist trotzdem sehr schön. So, den haben wir uns jetzt hart, hart, hart verdient. Wobei wir haben coole Trails gefunden. Ja. Ist okay, oder? Perfekt, ihr könnt es ja alles mal nachfahren. Track ist dann unter dem Video, aber wir haben eben ein bisschen konfus, um den Checkpoint dann noch mitzunehmen. Schön! Ja!
Yes. Haben ihn gefunden. Back on track. Checkpoint 5. Jetzt wieder vorne auf der Enduro-Strecke, also auf der EMTB-Challenge-Strecke. Und ja, macht Spaß. Kann man echt nichts sagen. Sehr schön. Geradewegs auf Checkpoint 6 zugesteuert. Hui, ich hätte ihn fast schon wieder übersehen. Da pollert die Petra runter. Jetzt haben wir die Burg von der anderen Seite. Nico hat Orientierungsprobleme. Gut, dass er mich dabei hat. Ah, jetzt geht's. Wo müssen wir langfahren? Ja, kurz vor dem Stadtkern Arco kommt jetzt unser 7. Checkpoint und dann gibt's ham 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 Nüdelchen, habe ich gehört, und dann haben wir noch Hunger. 3 weitere Checkpoints, bis wir zurück ins Ziel können. Ja, jetzt wird die Foodstation angeschrieben, Hunger habe ich schon, aber der 7. Checkpoint ist noch so ein bisschen mal schauen. Jetzt gibt's den Checkpoint doch noch vor dem Essen. Check mal ein. Und hier haben wir vorher noch ein Foto gemacht. Wer bist du denn? Der Ralf aus Bamberg. Super, das Essen ruft. Da wird gerade fleißig Pause gemacht. Und schmeckt. Hallo. Hallo. Alles gut? Schmeckt. Essen. Schmecken tut's mega. Und wieder ein Checkpoint. Läuft. Wir lassen Arco hinter uns. Nico schaut noch mal nach. Irgendwo muss es jetzt dann rechts rüber gehen Richtung Riebach. Also ich habe alles im Griff. Wir kommen ans Ziel, glaube ich. Das müsste alles passen irgendwie. Jawohl, ja. Aber noch 2 Checkpoints. Ja, hier. Checkpoint Nummer 9. Uhuhu. Der letzte Checkpoint. Wow. Gehen ein. Ich habe keine Ahnung, wo der Nico gerade umgeht. Ah ja, der kürzt ab. Jetzt so rum. Tup, tup, tup. Wir sind wieder hier am Eventgelände. Wohin möchtest du? Zum Bierstand. Zum Bierstand, ich weiß, wo der ist. Komm mit. Fast wie bei der Transalp. Bitburger. I Mountainbike Challenge. Der Sebastian Gretzky. So, Sebastian, come on, step. Addirittura con la canna GoPro. Das hilft nichts. Die muss natürlich hier, die Pink Lady, auf dem Podium dabei sein. Transalp fährt sie ansonsten immer gerne im Dirndl. Und hier heute steht sie ganz oben. Petra, rauf auf das Podium. Ciao. Danke, vielen Dank. Petra che prende il primo premio categoria amatori donne. Und dann nochmal Applaus für unser Podium auf 3, Alessia Spaziani, Olaf 1, Petra Zeller. Ich sage, wir rollen gerade wieder zurück Richtung Torbule und EMTB Amateurklasse gewonnen. Leider geil. Leider geil, ja.